einsaugen und dann eben durch die, also es gibt in jedem Serverraum gibt's Schächte und andere Schächte in den Kellergängen, wo die Luft wieder reinkommt. Und im Sommer saugen wir eben die Luft durch die Kellergänge, damit kühlt sie ab und durch den Serverraum und die umgebende Erde praktisch kühlt auch im Sommer die Luft wirklich ausreichend ab, damit man 25 Grad Temperatur bis maximal 30 Grad, wenn es draußen an heißen Tagen wirklich mal 35 Grad, fast 40 Grad vielleicht hat, hält man es trotzdem auf 30 Grad oder wahrscheinlich drunter. Ja. Und also wenn man die Luft schnell genug umwälzt, dann hätte man ja, sagen wir mal, maximal die 35 Grad, die draußen herrschen. Ja. Aber, und zumindest die ganze Wärme wegbringt, die Server erzeugen. Ja, gut, Feuchtigkeit war die Idee, könnte ein Problem werden, aber die Keller waren eher erst zuerst feucht, dass sie Erdboden und so hatten. Und sobald die ersten Server drinnen stehen und das Ganze belüftet wird und auch warm wird, ist es überhaupt kein Problem mehr. Also das Raumklima ist, so wie es wir jetzt momentan betreiben, nicht das Problem. Ja. Schmutz von außen ist auch nicht das Problem, wir saugen es eh durch die Kellergänge an, beziehungsweise im Winter halt lassen wir die kalte Luft reinfallen oder wir können auch die Ventilatoren, die Drehrichtung ändern und ziehen dann praktisch die kalte Luft rein mit Luft, also mit nicht Luftfilter, Staubfiltern halt, ja. Bekommen wir das Ganze aber so hin, dass auch Staub von außen kein Problem ist. Ja. Wobei zum Staub zu sagen ist, ja, bei Umbauarbeiten sollte man schon aufpassen. Ja. Wenn wir die Krypta 2 ausgebaut haben, gab es natürlich dort Staub und ja, es gab dann so einige Staubpartikel, die sich doch in die Krypta 1 verirrt haben und ja, das war nicht so toll. Also Staubvorhänge und so auf jeden Fall, wenn man sowas aufbaut. Ja. Dass man das schon bestehende Serverhousing, also in unserem Fall war das eben das Problem, da wirklich sauber hält. Ja. Und so, ja, wir müssen ein bisschen anzahnen, wie man sagt, auf Englisch. Ja, so jetzt dazu, wie man so etwas angehen kann, wenn man so etwas selbst bauen will. Ja. Also dieser Vortrag sollte auch dazu motivieren, dass man vielleicht sowas selbst angeht. Es gibt ein paar Eckpunkte, das werden wir so in einem Quartett. Ja, genau. Ja, also man sollte gucken, ob man welche Location man nimmt. Ja. Also ideal ist es, wenn man Internet-Exchanges in der Gegend hat und wenn einige Carrier vor Ort sind. Ja. Die Carrier machen das oft so, dass sie irgendwo so Räume haben, wo sie ihre Racks reinstellen, damit sie Glasfaser und so weiter in einem Dings terminieren lassen und eine kleine Serverfarm haben. Das ist oft so. Ja. Es ist auch sehr vorteilhaft für den Einkauf von Bandbreite. Ja. Und man sollte grundsätzlich immer mit lokalen ISPs gutstellen. Also schaut ein bisschen so in die Szene rein, wenn ihr da irgendwie so DSL-Provider und so weiter habt. Die haben irrsinnig viel und wenn man sich da, keine Ahnung, 2, 3 Bier und so, ja, kriegt man schon eine Faser, ja, ab und zu. Ja, es gibt grundsätzlich, in Wien ist es einzig, man kann sich die Glasfasertrassen ansehen. Also man kann sich ansehen, wie die Glasfaser, die Fiberverläufe sind in Städten und man sollte sich anschauen, was da zum Beispiel am Boden steht bei so einem Wartungsdeckel. Wenn da Colt drauf steht, dann geht da ein Colt-Kanal durch und ja, mal gucken, ob man mit denen reden kann. Ja, ja, vor allem, also man sucht sich am besten einen Platz, wo viele von denen zusammenkommen und wenn man da in der Nähe einen Keller findet, ist das ganz praktisch. Ja, also dass man von so einem zentralen Peering Point dann eben über einen Keller und also wenn das ein, zwei Häuserblocks weg ist, wenn man schon eine Möglichkeit finden, muss man ja sich halt auch vorher überlegen, dass man ein Glasfaser bis zu dem Keller hinlegt und wenn man wirklich Zugang mit Glasfaser oder ein Glasfaser in so einen Peering Point rein hat, in Wien ist das Wix, der Vienna Internet Exchange, in Berlin ist ja, glaube ich, DZIX und EZIX gibt. Ja, also gibt es immer Policies praktisch um dort, also das ist einerseits der Peering Point, wo die Provider national, also Peerings eingehen und nationalen Traffic austauschen und dadurch, dass im Carrier auch vor Ort sind, bekommt man auch Upstream dort. Ja. Es sind immer, wird das zwei getrennte Dinge betrachtet. Ja. Nationale Peerings oder die Peerings für den nationalen Exchange und Upstreams für internationalen Traffic. Ja, man sollte gucken, dass man möglichst keine Kosten für Miete ausgibt. Ja, depends on the budget. Also man wird nicht ohne Miete auskommen. Wir hatten Glück.
wenn ihr mietet, dann schaut, dass ihr ausreichend elektrische Leitungen dort habt. Also ihr braucht Fasern. Wenn ihr mit 2x16 Ampere kommt man aus um, unsere 3x16 reichen, glaube ich, für 250, 300 Rechner. Also es kommt darauf an, was dort rennt. Ja. Es ist vorgesehen, pro Rechner 150 Watt darf der verbrauchen. Das ist auch wir haben so eine Use-Policy und da steht drinnen, wie viel Traffic ein Rechner verbrauchen darf und darüber hinaus kann man eben zubuchen und das dazu kaufen und auch, wie viel Strom man verbrauchen soll. Er soll nicht über 150 Watt verbrauchen. Ja. Also und mit einem normalen handelsüblichen Desktop-Rechner, den man dort ins Regal stellt, des Server, geht sich das auf jeden Fall auch aus. Ja. Die brauchen im Schnitt 80, 100, wenn man es messt. Ja. Da ist okay ein 350 Watt Netzteil drinnen, aber der braucht es nicht. Wie gesagt, ja, laufende Kosten vermeiden, eh klar. Ja, jetzt einmal zu den Problemen und Erfahrungswerten. Also grundsätzlich ist dieser Vortrag so ausgelegt, dass wir vielleicht Leute motivieren. Also wir haben auch housing.funkfeuer.at oder so. Man kann uns grundsätzlich immer anreden und wenn irgendjemand von euch so etwas machen will, ja, redet uns an. Also wir helfen gerne, damit ihr nicht die Fehler macht, die wir machen. Zu den Problemen und Erfahrungswerten sind in erster Linie soziale. Traurig, aber wahr. Sobald du Infrastruktur oder Leistung hast, wirst du ausgenutzt. Also kommen Leute zu dir, die sagen, da helfe ich, ja, darf ich da ein bisschen vielleicht nur Strom so weiter deckend meinen Rechner reinstellen, 20 Euro und so weiter und ich helfe dafür bei dem ganzen Zeug, ja, wenn Switches konfigurieren und so weiter und ich lasse dich dann rein in den, ich lasse dann Leute rein in den Keller, wenn sie hinwollen. Also wir haben 24/7 Escort-Service, ja, gratis, also in den Keller. Und das gibt es normalerweise, also wenn man, normalerweise hat man bei ISP hat man das nicht, also ich arbeite ein bisschen in der Branche und da zahlst du 200 Euro für 4 Höheneinheiten, ein Kabel und ein Stecker und wenn du rein willst zu deinem Rechner, zahlst du die Stunde 35 Euro, das ist so, gibt es bei uns dazu. Zur Administration und Buchhaltung war der Markus wahrscheinlich prädestinierter. Also Buchhaltung ist total wichtig, ja. Und es ist total anstrengend und öde. Ja. Es ist wirklich viel, viel Arbeit, aber sie muss eben gemacht werden, nicht darauf vergessen. Wir haben uns so geholfen, dass wir uns mit sogenannten Einziehungsaufträgen helfen. Das heißt, man unterschreibt bei uns, dass man vom Konto eine bestimmte Summe pro Monat abziehen darf. Ja. Das landet dann automatisch bei uns. Keine Ahnung, ob es das in Deutschland auch gibt. Ist bei uns, das ist am wenigsten Aufwand für uns. Ja. Und das ist einfach okay. Und was wir noch irgendwie gelernt haben, das ist dann der nächste Punkt, ist Dokumentationen schreiben wie die Wilden. Ja, in unserem Wiki finden sich zahlreiche Anleitungen und Infos und unsere Mailinglisten sind voll und wir versuchen auch so viel wie möglich an Informationen weiterzugeben. Also Deswegen sind wir auch hier. Ja, na, Doku bezieht sich auch auf das, dass wir die ganze Backbone-Infrastruktur alle Switch-Passwörter und so weiter, alles was zum Backbone und zum Betrieb dazugehört, auch ordentlich dokumentieren und wenn einer einen Server installiert oder jetzt am Border-Router mit BGP arbeitet, dann vermittelt er das auch den anderen praktisch weiter. Ja. Das Know-how einfach unter den Admins, die sich beteiligen und das Ganze betreuen, da das Ganze aus freiwilliger Admin-Arbeit auch getragen wird, ja, und bewältigt wird, alle Admins circa den gleichen Wissensstand haben und auch Tätigkeiten andere übernehmen können. Ja, es ist auch wichtig, um irgendwie, du machst das Ganze, damit du solche Dinge machen kannst. Ja. Und wenn du jetzt dann irgendwann um 5 Uhr am Nachmittag dir überlegst, jetzt stelle ich das Netz auf IPv6 um und schreibst das auf die Mailingliste und sagst, wer bis 18 Uhr da ist, darf mitmachen, ja, das ist irgendwie nicht lustig. Ja. Ja, das passiert aber. Es echt, also man will das natürlich schnell alles weiterbringen, möchte ein tolles Projekt haben, aber schaut, dass ihr die Leute immer involviert. Alle wollen was tun. Ja. Du gehst ja dorthin, damit du Kabel ziehst und sowas, ja, oder Switches konfigurierst und sowas. Das macht ja Spaß, deswegen tun wir das. Und dann irgendwie auf alleinige Faust, das ist nicht so ja, die feine englische. Ja, nützliches da. Die Folie kommt weg. Wurde eh schon gesagt, Kontakte zu Providern und Carriern vor Ort, also oder irgendwie in der Stadt eben aufbauen, sich mit denen treffen und mal schauen. Es gibt eben eher so Business-to-Business-Provider, ja, das sind, kennen wir auch welche und können auch
praktisch kann man auch Sponsorings bekommen. Ja. Dann gibt es vielleicht auch eher kleinere Provider, die einen gern sponsern, dann gibt es halt das Logo auf die Homepage oder so. Und ja. Also es kommt auch von dem her, dass wir das Funknetz mit dabei haben und natürlich auch über das Funknetz durch die interessante Mesh-Technologie mit dem OLSR auch Kontakt zu den Providern bekommen haben, ja, und von daher auch die Sponsorings kommen. Ja, steht jetzt nur, idealerweise, habe ich zuerst eh schon gesagt, ja, möglichst schnell oder für sowas unbedingt einen PI-Space beantragen, mit selbst einen Border-Router mit BGP, also Border Gateway Protocol, verwenden. Dazu braucht man auch eine also offizielle AS-Nummer und kann mit den Upstream-Partnern, mit den Carriern über BGP das eigene PI-Netz praktisch ankündigen. AS ist Asynchronous System, Autonomous System. Autonomous System Number, ja. Und Multi-Homed-Anbindung ist eben, wenn ich per BGP zu mehreren Upstreams mein Netz ankündige, und es ist auch wirklich, hat sich als sehr nützlich erwiesen, wenn ein Upstream-Partner oder die Leitung dorthin von mir aus wegen der Media-Converter kaputt wird, ausfällt, dann ist man nicht sofort unter Zugzwang, hinzulaufen und das zu fixen. Ja. Und da das jeder als ein Hobby sieht, ist es natürlich irrsinnig unangenehm, wenn man gezwungen ist, das jetzt sofort machen zu müssen. Wir haben zwar drinnen stehen, auch in den Nutzungsverträgen, es gibt keine Verfügbarkeitsgarantie und so weiter, aber mit jedem Rechner, der neu reinkommt, ist natürlich das Bestreben da, das möglichst unterbrechungsfrei laufen zu lassen. Ja. Und es zahlt sich auch nicht aus, etwas ist natürlich am Anfang dadurch, dass man mit null Budget anfängt im Prinzip, später hat man etwas ein wenig zur Verfügung durch den Infrastrukturbeitrag, der wirklich sinnvoll ist, damit man das ausbauen kann und auf einen ordentlichen Hardwarestand bringen kann. Wir hatten anfangs eben Glasfaserstecker geklebt und hatten dann nach einem Jahr Probleme damit bekommen und damit war die Hauptglasfaserstrecke, ist praktisch dadurch, dass der Signalpegel ziemlich niedrig war dann, also gibt es ja auch eine SNR bei Glasfaser, das also ist dann der Media-Converter, jede Stunde musste man ausstecken und wieder anstecken, damit die Strecke wieder abkommt, dass wieder Link da ist. Ja. Man muss und sich das so vorstellen, wenn man klebt, dann ist es nicht so exakt wie beim Splicen. Und bei uns war es so, dass irgendwie der Abstand zwischen war so ziemlich groß und wir hatten 42 dB Dämpfung. Das bedeutet so, ab 45 dB geht es gar nicht mehr. Ja. Es ist wirklich arg. Ja. Und wir hatten echt Glück und die Leute, die Jungs, die das dann gemacht haben, die haben sich echt gewundert, dass so etwas funktionieren kann, ja, über so lange Zeit. Ja, das war, also wir hatten eben die Stecker geklebt und dann auch, ja, wir optimieren sie, also die, also Glasfaserstecker kleben erkläre ich jetzt nicht, aber man schleift die, also Enden der Stecker praktisch, wo man das Glasfaser zuerst reingeklebt hat und wir dachten, ja, wir schleifen es noch ein bisschen nach, damit wieder die Dämpfung abnimmt. Dadurch ist aber der Abstand größer geworden und die sind exakt positioniert in den Halterungen, wo sie dann auf also zwei Endstellen davon anschauen und ja, dann ging es halt gar nicht mehr, nachdem wir es optimiert hatten. Ja, und dann hatten wir zum Glück auch von einem Bekannten, der dann so organisiert, also der arbeitet in einer Firma, die eben auch splicen und der ist mit ein paar Kollegen gekommen und wurde wirklich dann professionell praktisch unsere Glasfasern gespliced, auf ein Panel drauf eingebaut und ja, also es macht wirklich Sinn, ja, dass man das eben in dem Fall auch ordentlich macht und nicht zu viele Bastellösungen einbaut, die fallen einem dann mit der Zeit sicher auf den Kopf und kosten einen viel mehr Zeit ja. Und unnötig Zeit. Ja. Also ja, Splicen erkläre ich jetzt nicht, die Glasfasern werden abisoliert, gebrochen, eingespannt ins Gerät, das Gerät positioniert die automatisch, dass die direkt aufeinander stehen und dann werden sie mit einem Laserblitz, werden sie praktisch, oder Lichtbogen, das ist ein Laser, drinnen werden sie zusammengeschmolzen und dann noch mit einem Schrumpfschlauch praktisch wird diese Splice-Stelle abgedichtet. Ah ja, und zur Dämpfung das noch zu sagen, wir hatten mit den, nach dem Splicen hatte unsere Glasfaserstrecke plus praktisch ein aufgerolltes 200 Meter Verlängerungskabel noch, das war beim Messgerät dabei, 0,28 dB Dämpfung und vorher hatten wir 45 dB Dämpfung. Ja, also das ist wirklich sinnvoll. So. Ja, das da links sind die Patchpaneele und die gehen da hinten, ganz hinten, also hinten im Raum, auf dem rechten Bild ist unser Core-Rack. Da gehen die Patchpaneele rauf und diese ganzen Kabeldinger, ja, Kabeltrassen, gehen runter in die
Regale und dort schließt man dann die Rechner an. Also man patcht in dem Rack mit einem Patchkabel auf, geht zu der entsprechenden Nummer im Regal und steckt da sein Rack.